Wir brauchen 6 Eier, 200 ml Milch, 200 Gramm Nüsse, geriebene Nüsse, eine Packung Vanillezucker, 100 Gramm Mehl, 140 Gramm Zucker und eine Packung Backpulver. Eiklar und die Hälfte vom Zucker zum Schnee schlagen. Schnee in eine andere Schüssel füllen. Dotter rein, Zucker, Vanillezucker und aufschlagen lassen. Ihr reibt da jetzt nur Zitrone rein. So, und dazu geben wir jetzt auch noch die geriebenen Nüsse und lassen das vermixen. Dazu kippen wir jetzt den Schnee. So, Backpulver und Mehl. Und wir kippen das in eine Springform mit 22 cm. Und der kommt für mindestens jetzt 60 Minuten in den Backofen. 500 ml Sahne. Da geben wir jetzt 4 Esslöffel Puderzucker rein. Jetzt kommt da noch 500 Gramm Mascarpone rein. So, das verrühren wir wieder. Jetzt ist schon etwas dunkler, deswegen ist meine Qualität von meinem Handy so schlecht. Aber ich sehe jetzt hier den Nuss. Ah, musst du jetzt mit dem Motorrad wegfahren. Halleluja! Okay, jetzt ist er weg. Den habe ich schon mal in 4 Böden geschnitten, wie er erkaltet worden ist. Er riecht extrem gut und er ist richtig fluffig geworden. Die erste Schicht. Ich habe leider vergessen, die Kamera einzuschalten während den Schichten. Ich habe jetzt noch ein bisschen eine Creme übrig. Und diese Creme werde ich jetzt noch außen verstreichen. Die Torte hat bei mir jetzt über Nacht kühlt. Das müsst ihr aber nicht so lange machen, das reicht völlig, wenn es eine Stunde oder so kühlt, dann passt es. Und ich hebe die Torte jetzt auf einen goldenen Untersetzer. Ich habe hier gerade meine Heidelbeeren und meine Himbeeren gewaschen. Und trockne es da jetzt aus. So, jetzt hier so Mini-Kekse, Schokosplitter, Heidelbeeren, Himbeeren und ich werde auch noch Orangenstückchen reingeben.